Eine Nachricht für Sie, Commander. Schon wieder. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat. Die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Supersoldaten. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Aha. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Cerberus? Merken wir uns den Namen. Cerberus. Planet Logan. Oh, hallo Wolverine. Planet Quana. Kann man erkunden. Und hat nichts. Planet Sharing. Klingt ja fast wie Sharingan. Oh, Datendisk. Und Sittau. Schön bewölkt, hat auch nichts. Gibt hier noch was? Hier, Blinky Blinky? Keiner? Ja, nee, vielleicht. Ferros. Dann gehen wir nach Ferros. Dann bin ich mal gespannt. Oh. Sehr schön. Ah, sind wir endlich angekommen? Ich werde jetzt das Schiff verlassen, Leute. Und wenn ich wiederkomme, übernehme ich das Kommando, nicht du da drüben. Ob das klar ist? Ich beobachte dich. So, einmal raus. Na, wen nehmen wir? Tali hatte ich gerade, die hat so rumgezickt, will ich nicht. Jetzt nehmen wir also Kaidan und... Will ich Ashley? Will ich Ashley? Nee, ich nehme... Ahoi, Tali. Rex. Ja, Rex. Rex ist eine gute Wahl. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Aha. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Aha. Tag. Hi. Wer bist denn du? Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Fai wer? Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Ei, ei! Ja, der hat einen guten Abgang gemacht. Oh, ich und Granaten. Jo, naja, jetzt. Will schon wieder, immer wieder nachladen. Das ist nix gut. Nix gut. Nix gut. Nein, nicht nachladen. Da war der Finger schon wieder am drücken. Ich weiß es doch. Böser Finger. So, umschauen, nicht, dass ich was liegen lasse. Blockiert. Hier irgendwo rennen also nur Viecher rum. Aha! Ah, ihr schon wieder. Ihr wart auch mal sexy, ja? Ganz ehrlich. Oh. Guck mal, ich schieße auf deine Hand. Passiert nichts. Damit bist du für einen Frosch.
Und runter. Und runter. Ah, hast du einen coolen Spruch drauf? Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ja, ich auch. So. Immer noch blockiert? Nee, ist nicht mehr blockiert. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Hi. Diese Gates sind verdammt gefährlich. Ja. Hi. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Hi. Fertig machen. Hi. Mit jedem Angriff werden wir schwächer. Hi. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Aha, hi. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Was ist denn mit dir? Oh, er bewegt sich. Okay. Okay. Ihr seid auch nicht mehr die Frischesten, was? Hi. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Ja, das werden sie. Und ich werde sie nicht daran hindern. Was? Aber ich weiß nicht, wie man... Die Gate dürfen nicht in den... Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Mhm. Da kommen... Wir müssen die Gate... Ich hoffe, Faidan kann die Gate irgendwie stoppen. Leute, was ist denn los mit euch? So, hier ist nix. Dann gehen wir mal hier fix rein. Hi, dich hatte ich schon. Du liegst immer noch cool rum. Hi. Die Gates sammeln sich zu einem neuen Angriff. Aha. Cool hier, ne? Sieht zumindest mal anders aus. Ganz ruhig, mein Junge. Alles wird gut. Ja. Du musst nur ruhig bleiben. Ich bin ja wieder da. Es kommen immer mehr Geht. Ja. Ist das? Oh, ich hab Codex-Eintrag. Ach, Kika. Machen wir mal hier die Tür auf. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Ja. Sie haben sich verspätet, oder? Ja. Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Oh nein! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! Jawollo! Na, dann lass mich mal ran hier. Hi! Und einer weg, noch einer weg, noch einer weg. Was habt ihr eigentlich für extreme Leute? Ich will nicht sterben. Ja, ich auch nicht. Hi! Nicht, sehe ich doch. Alles okay mit euch? Aha. Wer hat hier gerade gesagt, er will nicht sterben? Hm. Gehe ich hier rein? Guck ich. Dort. Auch dort. Aha. Aua. Das macht man nicht. hör mal auf mit dem Scheiß. Aua. Hast du mich gerade? Okay. Oh! So, und... Sag mal, was sind denn deine Extreme, Junge? Wann ist das pink? Was stimmt denn mit dir nicht? Damit sollten Faidan und die anderen in Sicherheit sein. Denke ich mal auch. Im Gespräch mit ihm können wir uns jetzt um das Hauptlager der Gate kümmern. Ja. Was haben wir denn hier Schönes drin? Nehme ich. Das nehme ich auch. Die waren jetzt erstaunlich leicht. Ist hier sonst noch was? Noch mehr geht, habe ich was gefunden. Ich habe auch viel gefunden. Ja, klein gemacht habe ich auch ein bisschen was. Um den Anfang mal wieder reinzuholen. Entschuldigung. Ein Hüsterchen. Na komm. Hier müssen wir noch nicht lang, können wir auch noch nicht.
gehen wir erstmal hier lang. So, ich verlange Antworten. Hi. Danke für alles, was Sie getan haben, ja. Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Warum bist du so sauer? Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geht. Ja. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Commander? Das ist mir ja... Ja, du bist der Chef, ne? Der Turm ist gesichert. Mhm. Danke, Commander. Gerne. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geht. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Ich muss mal ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. Und da ist er wieder zurück. Das war meine Chefin. Die hat mir gerade ein paar Sachen für den morgigen Arbeitstag durchgegeben. Wo waren wir stehen geblieben? Celia Silva Martinez. Wir haben sie aufgehalten, aber sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Ja. Bleibt geschmeidig. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exo-Jenny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Exo-wer? Was ist Exo-Jenny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exo-Jenny-Gebäude. Mhm. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geht im Wege. Ja. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Mhm. Funktioniert? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geht müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geht in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Aha, alles klar. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Hast du nicht gerade gesagt, alles, was mich interessiert, sind nur die Geth Geht? Bist du für eine komische Alte, ey. Ganz ehrlich, das finde ich nicht nett. Ganz und gar nicht. Probleme, ja. Jetzt können wir die Leute wohl anquatschen. Und da brennt's immer noch. Warum liegst du da unten? Hi. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Okay, ich kann die nicht anquetschen. Quetschen. Dann muss ich den nochmal anquetschen. Ja, mach ihn hier ganz geschmeidig hier rüber gleiten. Ganz geschmeidig darüber gleiten. Hier, komm. Commander? Was kann ich für Sie tun? Funktioniert. Was muss für den... Die Geht. Bla, 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 bla. Ich bin mir nicht bla, sicher, bla, wo bla, wir bla. Bei dieser Angelegenheit stehen. Aha, geht Sie denn in... Haben Sie irgendwelche Informationen über Geht in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Mhm. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten Sie einen Transmitter zur Koordinierung Ihrer Angriffe. Mhm. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Mhm. Wassermangel? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Na, so ein Zufall. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Und die Lebensmittelknappheit. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Ah, alles klar. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Ja, hier, warte, abkürzen. Mach mal die Tür auf, danke. Alle klar? Du bist... Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Ja. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geht uns nicht töten, werden wir verhungern. Mhm. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Mhm. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Und einfliegen? Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geht konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Aha. Ich muss gehen. Bis dann, Commander.
Dann einmal du. Gute Arbeit mit den Geht. Ja. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Ich auch. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Du kannst ja meine haben. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Die Synchro, die ist aber auch sehr simpel gestrickt. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Was machen Sachen? Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geht übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Ich könnte was einfliegen. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Und selber machen? Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Kurios. Und an was anderes denken? Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Ihre Leiden scheinen echt. Diese Leute haben einiges durchgemacht. Ja. Ich muss gehen. Viel Glück. Danke. Das hat nichts mit Glück zu tun, das hat mit Können zu tun. Ich bin der Commander, ich kann alles. Alles. So. Ich würde einfach mal sagen... Commander, was kann ich für Sie tun? Gehen wir einfach zur Basis, oder? Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Ja, ja. Gehen wir erstmal in die Tunnels. Tunnelze. Was ist denn der Märter? Der Märzer von die Tunnels. Ich bin schon voll durch. Da muss ich später lang. Erstmal hier lang. Hier ist niemand, da ist niemand. Der Generator, nee, das Ding. Aha, blockiert. Oh ah! Erschreck mich nicht so, Arsch. Wo ist er? Wo ist er? Ja, mit dem Arm festgetackert. Penner. Das macht man nicht. Mann. Entschuldigung. So. Was haben wir hier? Da drin sind noch mehr. Weiß ich genau, deswegen will ich erstmal hier gucken. Was ist das? Da ist nix. Tschüss. Was ist das? Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Aha. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Ja, mach mal. Haben wir hier noch eins? Sieht nicht aus, als wäre es das schon gewesen. Tatsache. Wir sollten uns weiter umsehen. Du erzählst Sachen. Gucken wir mal hier rein. Aha, aha. Aua. Huch. Das war der Nachladefinger. Ich brauche mehr Schildstärke. Kroganer-Krieger. Uiuiui, wer liegt denn da auf dem Boden? Ah! Hau den doch mal um!
So,